Was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem neuen, absoluten Lieblingsspiel. Ich muss extrem grinsen, weil es so ultra cool ist. Vielen Dank an euch, dass ihr das Spendenziel voll gemacht habt und ich mir Tarkov dann kaufen konnte. Dieses Spiel ist genauso, wie ich erwartet habe, einfach so richtig geil. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das ist der Wahnsinn. Ich zeige euch mal geschwind meinen Charakter und die Dinge, die ich bis jetzt so gesammelt habe. Also, um es kurz anzureißen, erkläre ich euch, um was es geht in dem Spiel. Es ist ein extrem realistischer, sehr schwerer Taktik-Shooter, aber auch gleichzeitig eine Überlebenssimulation. Und es ist einfach ultra nice. Es ist einfach richtig geil. Ein ganz wichtiger Punkt bei Tarkov ist, dass wenn man stirbt, dass man alles verliert, außer die Dinge, die man hier reingemacht hat, in den Alpha-Container, in diese vier Kästchen. Man hat Energie, Wasser, Essen ist es, glaube ich, und eben das Gewicht. Und ich habe den Realismus ja eben schon kurz angesprochen. Das heißt, wenn ihr jetzt keine Rüstung habt und in den Bauch geschossen bekommt, dann seid ihr tot. Also Bauchschuss tot, beziehungsweise ihr sterbt halt ultra, ultra schnell. Wenn ihr zu lange unterwegs seid, verdürstet ihr, wenn ihr nichts trinkt. Wenn ihr zu lange unterwegs seid, verhungert ihr und so weiter und so fort. Man hat Geld. Man hat am Anfang 300.000 Rubel. Und mit diesem Geld, sowie aber auch Euro und Dollar, die man eben findet im Spiel, kann man dann hier im Trading-Menü bei diesen Dealern einkaufen. Beziehungsweise verkaufen, das geht auch. Ich bin jetzt schon 45.000 Rubel im Plus. Hab auch schon einiges Cooles ansammeln können. Ich habe mit Big Wallen direkt ein paar Runden gehasselt. Hab dann selbst nochmal zwei so gespielt, obwohl ich mich eigentlich gar nicht getraut habe, das alleine so richtig zu spielen, weil das ist gerade schwierig mit dieser Begeisterung, das alles zu erklären, weil es so viel gibt, was man in diesem Spiel machen kann. Wie gesagt, man kann ja kaufen, verkaufen. Man sieht hier oben die Preise stehen. Beziehungsweise manchmal will er auch hier einen Tausch zum Beispiel haben. Gegen so eine Pferdestatue und die habe ich letztens gefunden. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch einfach diese Waffe hier, ich inspiziere sie mal kurz, die könnte ich mir jetzt auch einfach hertauschen. Aber wie man hier bei mir sehen kann, habe ich Pistolen recht viele, weil ich oft nackt in die Spiele reingehe. Was heißt oft? Ich habe jetzt erst ein paar gemacht und jetzt sogar so ein riesen Ding gefunden habe. Ich gehe nackt rein in eine Runde. Das heißt, ich habe nur die Axt, die da bleibt, wenn ich sterbe, die ist an mich gebunden und diesen Alpha-Container. Die Waffe nicht. Wenn ich sterbe, ist die weg. Alles, was hier sonst ist, ist dann weg. Nur der Alpha-Container und dessen Inhalt und eben euer Knife oder eure Axt. Die Axt habe ich jemandem abgenommen. Die bleibt dann. Und ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte. Keine Ahnung, es ist der Hammer. Man kann sich hier seine Stats angucken, seine Skills, denn man wird immer besser. Also zum Beispiel hier die Endurance steigt, wenn ihr viel rennt, könnt ihr immer weitere Strecken sprinten. Und das hier alles ist davon betroffen. Das hier alles kann ansteigen. Im Mastering gibt es auch das Mastering der Waffen. Ihr seht, ich habe noch fast gar nichts gemacht. Ich habe jetzt nur minimale Kills gemacht. Mit den Pistolen ist das nicht die gleiche. Ah nee, das ist die T. Es gibt so viele verschiedene Waffen. Das hier war eigentlich viel kleiner, aber weil ich jetzt schon ein paar entdeckt habe, sieht man die jetzt hier aufgeführt. Aber die habe ich noch nicht alle gehabt und es gibt auch noch mehr. Ich könnte mich gerade überschlagen, weil das so unglaublich cool ist. Hier im Overall sieht man, ich habe bis jetzt 12 Raids gespielt. Das heißt, dieses Spiel ist so mehr oder weniger rundenbasiert. Man geht in ein Stück von der Stadt. Die Hintergrundstory ist irgendwie, dass Ex-Militärs da reinging, vom Militär gesteuert und irgendwelche Aufgaben erfüllen sollten, Geiseln retten oder irgendwas beschaffen. Und dann aber die Verbindung abgebrochen ist und man praktisch auf sich alleine gestellt ist. Man ist in seinem Hideout, in seinem Versteck. Hier hat man sein Gear, also sein Stash, sein Container. Das wird auch immer weiterentwickelt. Man soll irgendwann eine richtige Basis haben, die man gestalten kann. Das hier ist, wie man hier sieht, ja nur eine Beta. Alles testweise und lirum larum. Aber wenn es mal soweit ist, soll man eben noch seine Base gestalten können, lalala. Man sieht ja auf jeden Fall die ganzen Stats. Man kann sich den ganzen Schotter angucken. Das bin ich, voll der hübsche Kerl, ich weiß. Und ich zeige euch das Spiel jetzt einfach mal so, wie es halt eben ist. Ich lege meine Waffe weg, weil ich jetzt keine Wumme verbrauchen will, obwohl man stirbt halt sauschnell in dem Spiel, ne? Also du nimmst was mit und das ist dann weg, wenn du Pech hast. Ach so, um euch aber noch ganz kurz nur die Feinheiten zu zeigen, wie man eine Waffe nachlädt. Wenn ihr diese Waffe nachladen wollt im Spiel, dann müsst ihr hier Kugeln haben, damit ihr die Waffe nachladen könnt, was logisch ist. Oder ein volles Magazin. Wenn ihr die Waffe nachladen wollt, dann müsst ihr hier ein volles Magazin haben, dass ihr einfach nachladen könnt. Wenn ihr das nicht habt und ihr zum Beispiel nur Kugeln hier habt, dann müsst ihr die Waffe unloaden und danach die Kugeln auf das Magazin draufziehen. Dann nimmt er im Spiel das Magazin raus und macht die Kugeln rein. Und danach müsst ihr es wieder in die Waffe reinstecken. Nur um mal gezeigt zu haben, wie umfangreich die ganze Chose ist. Wir gehen jetzt einfach mal rein und ich zeige euch kurz, wie es aussieht. Man geht dann auf Escape from Tarkov. Ich spiele meinen Main-Charakter. Das ist auch nochmal eine echt geile Sache, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Das hat mir Beryl heute erst erzählt. Das ist der Hammer. Egal. Das ist mein Kerl. Next. Ich spiele im Moment immer Customs, weil ich mich da jetzt mittlerweile ganz gut auskenne. Die Sache ist die, dass man, ich mache jetzt einfach mal weiter, ja, ich habe keine Karte, ich habe noch keine Karte gekauft oder gefunden. Hier könnte man Dinge versichern für Geld, also für Rubel, dass deine Sachen dann eben nicht verschwinden, wenn du stirbst. Aber papalapap, wir gehen dann nur mit unserer Axt rein, die eh nicht verschwindet. So, und schon sind wir hier in der Lobby und da drücke ich direkt auf Ready. In der Lobby selbst hätte man jetzt auch noch einen Freund einladen können zum Zusammenspielen, aber ich bin jetzt ja gerade allein.
Da ich jetzt nichts dabei habe, heißt das für mich, ich versuche jetzt eine Loot-Runde zu machen. Also ich versuche durchzugehen, viel Loot zu finden und zumindest meinen Alpha-Container voll zu machen, um, falls ich sterbe, dann wieder was mit nach Hause zu bringen, das ich dann wiederum verkaufen kann. Es gibt Zigarettenschachteln und es geht ja schon los. So, kurz überlegen, wo bin ich? Ich kann bei Crossroads raus und bei Trailer Park. Diese anderen zwei Exits, die man jetzt da oben rechts sieht, man muss in den Exit gehen, um eben dann auch letztendlich rausgehen zu können, die werden wohl erst zu einer gewissen Zeit geöffnet, das weiß ich aber nicht genau. So, hier oben ist schon eine fette Kiste. Ich habe hier einen echt guten Spawn gehabt. Okay, nur ein Magazin. Sofort hier reinpacken. Da drüben ist noch eine Kiste. Und unter mir liegt auch eigentlich oft noch so eine Figur rum, so ein Penner. Auf dem... Ja, so. Es sind jetzt hier auch andere Spieler noch mit auf der Map. Ja, wie man schon hört. Oh, shit. Und ich habe nichts. Ich bin nackt. Schnell, 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 schnell. Ja. Nüsse. Jawohl, Matches. Sehr schön, sehr schön. Komm schon. Und Batterien. Es gibt einen Händler, die Händlerin, um genau zu sein, die, also die einzige Frau, die man antraden kann. Die gibt einem gerade für solche Sachen. Man kann auch Grafikkarten finden und so ein Kram. Dafür gibt sie einem sehr, sehr viel. Okay, komm, vielleicht ist hier eine Pistole drin. Nichts! Wow. Ja. Da ich die Map jetzt schon ein paar Mal gespielt habe, weiß ich, wo ich bin. Und ich weiß auch, wo die Exits sind. So circa. Warum muss es jetzt Nacht sein, wenn ich aufnehme? Kann mir das mal einer sagen? Wisst ihr, dann sehe ich so schlecht, weil ich die fetten Lichter hier habe und das Bild ultra dunkel ist. Egal. Keine Ausreden. Gegnertechnisch habe ich jetzt mit drei verschiedenen Gegnern zu rechnen. Einmal mit anderen Spielern, die ja auch rumlaufen. Die können alles haben. Eine Axt, ein Messer, eine Pistole, Schrotflinte. Wenn hier einer um die Ecke kommt und mich umhustet, bin ich direkt weg. Dann gibt es Bots, die Scavs. Das ist übrigens auch so ein Exit, aber der ist, der funktioniert nicht. Also weil das nicht einer dieser Exits ist, die ich anlaufen darf. Ja, Bots, die labern so komisch rum. Die hörst du halt russisch erzählen, wenn die bei dir in der Nähe sind. Oh shit. Das heißt, du weißt, wann es Bots sind. Dann gibt es Scavs, die von Menschen gespielt werden. Das ist diese andere Option, die ich euch demnächst ja noch zeigen muss. Man kann... Ist da oben einer gelaufen? Nee, ne? Ich glaube, da kann man gar nicht hoch. Man kann die Bots auch selbst spielen. Das wusste ich bis heute gar nicht. Und das war's. Das sind drei verschiedene Gegnergruppen. Und du kannst, wenn du jemanden killst, ihn dann einfach looten. Menschen haben Dogtags dabei. Also ihr wisst schon, die Erkennungsmarken. Die sind einiges wert. Die kauft einem die Frau, glaube ich, für 5000 Rubel ab. Das ist richtig nice, wenn man sowas hat. Komm schon. Ja, weitere Zigaretten. Wie ihr seht, arbeite ich jetzt hier schon mit meinen normalen Pockets. Das heißt, wenn ich sterbe, ist es weg. Ich könnte jetzt das Auto da unten ausräumen, aber ich will woanders hin. Hier drüben ist noch ein Exit gleich, das man auch nicht benutzen kann, aber ich hoffe, da ist keiner drin. Und zwar hier unten. Und da liegt eigentlich immer... Ich weiß nicht, ob die Leichen da immer rumliegen. Aber ja, sie liegt da. Komm schon. Der hat nämlich letztens eine Pistole dabei gehabt, in der noch ein Magazin drin war. Oh. Sowas findet man dann auch oft vor. Dinge, die man noch nicht kennt, die examiniert man und schon weiß man, was es ist. Das ist jetzt Gunpowder, das kann ich leider nicht reinpacken, das könnte ich nur hier unten reinpacken. Ich weiß nicht, wie viel das wert ist. Es wäre eigentlich eine interessante Sache, das mal mitzunehmen, deswegen mache ich das, was ist jetzt mehr wert? Ich glaube, Matches sind nicht sehr viel wert. Mache ich das hier unten rein, um dann zu checken, für wie viel ich das verkaufen kann. Ihr merkt schon, es ist so ein Ressourcenmanagement-Spiel auch. Ich habe jetzt auch kein Essen und Trinken dabei, weil ich einen schnellen... Ich dachte kurz, da läuft jemand. Weil ich einen schnellen Loot-Run machen möchte. Ich habe noch nie nachts gespielt. Das ist echt krass dark hier. Aber für die anderen ist es ja zum Glück auch dark, nicht wahr? Ich renne hier an den Zügen weiter entlang, denn gleich kommt links nochmal so eine Abteilung, ja, bei der oft Bots stehen. Man kann hier mit dem Mausrad auch langsamer laufen. Also man kann mit dem Mausrad wählen, wie schnell man läuft. Man kann sich natürlich auch ducken und auch komplett hinlegen. Geht alles. Und man kann auch auf Shift drücken. Und dann ist man, nee, nicht auf Shift, sondern auf größer schreiben, feststellen. Da steht jemand, da steht einer. Seht ihr es? Hoppala. Das ist wahrscheinlich ein Bot, der da steht. Mit einer Pistole könnte ich jetzt easy ausschalten. Aber mit dem Messer ist es schwierig. Sobald er mich sieht, holzt er halt voll drauf. Aber wir können es versuchen. Ich wollte eben mal gucken, ob man da drüben durch kann. Genau da, wo ich jetzt gerade hingucke. Das heißt, ich gehe mal hier hinten kurz runter. Ich hoffe, dass hier keiner ist. Ey, heide, nein. Au. Okay. Ich versuche jetzt, den Bot rechts zu umlaufen, denn ich war hier... Oh, da ist das Auto offen. Vielleicht ist da noch was drin. Was haben wir denn da? Nichts. Okay. Oh, der hockt da direkt. Aber okay, ich denke, der sieht mich nicht. Nee, nee, das passt schon. Vor allem, wenn ich hier unten durch... Ah, da ist Stacheldraht. Da verletzt man sich halt voll dran am Stacheldraht. Du siehst mich nicht. Nee, so weit kannst du nicht sehen. Es ist dunkel. Ich könnte ihn umpirschen und totschlagen. Ich glaube, es könnte funktionieren. Gott, ich muss mich ein bisschen beeilen. Gleich ist der Livestream. Und ich tingle hier noch rum. Es ist eigentlich nicht normal, dass die Bots so komplett rumstehen. Es ist halt noch in der Beta-Phase. Wahrscheinlich backt der so ein bisschen an dieser Säule. Das kann sehr, sehr gut sein. Die Bots laufen halt eigentlich rum und wenn sie dich dann erstmal erhascht haben, laufen sie dir auch hinterher. Da hinten wird geballert. Oh shit. So, ich gehe mal einen Ticken schneller, um zu gucken, wo lang man da kann. Ob man hier abkürzen kann. Oder ob das einfach nur ein Kreis ist, den ich jetzt laufe. Kann man hier durch? Nein. Kann man da unten irgendwo durch? Nein.
Es ist so close, ne? Es ist so close, die Schießerei. Okay, wir versuchen uns jetzt mal den Bot zu snacken. Bertie, bist du noch da? Letztens, als ich mit Warren gespielt habe, waren wir dann in diesem Haus, das ich gerade anschaue, da vorne drin. Und da waren Headphones. Also einfach Kopf... Oh, hallo. Also einfach Kopfhörer. Und er hat die examiniert und ja, Kopfhörer, er konnte sie dann auch aufsetzen. Sein Model hat das dann auch an. Wir haben nicht überlebt, aber er hat sie halt in seinen Alpha-Container gemacht. Und die Dinger waren irgendwie 12 oder 13.000 Rubel wert. Ja. Wir testen mal, ob wir es schaffen. Der ist ein Stück schon gelaufen, der Sack. Ja! Oh Gott, der ist stark, oh Gott. Okay. Hat der viel ausgehalten? Schnell, 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 schnell. Immer wenn halt... Jawohl, jawohl, jawohl. Ich muss es noch kurz examinieren, bevor ich es nehmen kann. Und ein Hut, sehr gut. Ja, ja, da ist auch Muni drin. Okay, okay. Die Weste, das Messer lasse ich hier liegen. Ach komm. Body Armor habe ich auch noch. Geil, 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 geil. Dann ziehe ich lieber die Body Armor an. Ah, das mache ich da unten hin. Okay. Fuck, davon ist jemand. Shit, shit, shit. Ich habe voll den Scheiß gemacht. Wir müssen kurz die Waffe nachladen und gucken. Ich guck mal kurz rein. Ist da was drin? Almost full. Okay, nice. Ich habe die noch nie gehabt. Kann ich die auf Single stellen? Ja, kann ich. Mist. Ich habe diese eine Tasche weggeschmissen. Die muss hier irgendwo liegen. Das, was ich hier hatte, der Tactical Rig. Bitte klein mich nicht ab, da ist es. Take. Ich gehe jetzt schnell da hinten rein. Okay. Also das Spiel ist ultra intens. Das ist so krass. Jawohl, was haben wir denn hier? Ah, Munition. Oh, sag bloß, das ist direkt die richtige. Der hat noch was. Ach, ich kann die durchsuchen, seine Weste. Das habe ich auch nicht gewusst. Deswegen stand da Searched. Ey, jetzt habe ich Munition. Jetzt habe ich Munition für die Wumme dabei. Ich kann nachladen. Das heißt, ich kann echt nachladen. Okay, wie voll ist die nochmal? Alles klar. Man kann auch hier... Okay. Also leider ist das hier unten jetzt kein Ausgang, glaube ich. Weil einen Ausgang kenne ich noch nicht. Und zwar den Smuggler's Boat. Ich weiß nicht... Ja, das ist er leider nicht. Das wird jetzt schwierig. Aber egal, wir müssen es schaffen. Wir müssen es jetzt einfach schaffen. Ich gehe auf Single und wir gehen los. Wie ihr seht, gibt es auch kaum Anzeigen auf dem Bildschirm. Man hat kein Fadenkreuz, man hat diese ganzen Sachen, die man sonst kennt, nicht. Man hat auch keine Live-Anzeige oder so. Wisst ihr was? Wartet mal kurz. Okay, gut, ich bin soweit. Und es gibt noch Aufsätze für die Waffen. Es gibt noch so viel Kram. Ich versuche jetzt aber erstmal zum Ausgang zu kommen. Also falls ich es schaffen würde, haben wir hier einen riesigen Fang gemacht. Wir sind mit null rein und haben richtig dick Zeug am Start. Nur mal ganz kurz gucken, dass ich auf Single stelle. Weil ich dann, wenn überhaupt, am Tappen bin. Ach, mit meinem Pech ist diese scheiß Tür jetzt zu. Für die Tür braucht man einen speziellen Schlüssel. Ich habe letztens einen gefunden, aber habe mir jetzt nicht dabei. Egal. Hier ist irgendwo ein Loch an der Wand. Da ist das Loch. Da halten sich jetzt öfter mal Leute auf. Ich stuck. Oh, da ist ein Toter, okay. Aber den untersuche ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich versuche jetzt wirklich durchzurennen zum Ziel. Wir können nicht durchgehend rennen, weil wir nicht genug Stamina haben. Das ist dieser grüne Balken, den man ganz, ganz links neben meinem Stuhl noch sieht. Ich setze mich nächstes Mal woanders hin. Oh, warte mal. Hier sind oft Rubel drin. Da schauen wir, bestimmt durchsucht, wenn hier schon Tote rumliegen. Ja, da sind die anderen bestimmt auch alle durchsucht. Hier habe ich letztens 12 oder 13.000 Rubel mitgenommen. Und das hat richtig geil. Fuck. War ich das? Weiß ich nicht. Scheiße. Das ist auch nochmal ein Exit hier oben, aber der ist leider auch nicht aktiv. Es ist endlich mal was anderes. Es ist nicht dieses stupide, komm, du musst 800.000 Kills machen, sonst scheißen direkt. Hier geht es um den Loot, den man mitnimmt. Und das hier wäre ein riesiger Gewinn. Diese Wumme, die ist Minimum 7.000 oder 8.000 Rubel wert. Wahrscheinlich noch mehr. Mit den Magazinen und so. Und das heißt, wenn ich sie nicht verkaufe, dass ich so eine habe, die ich mir nicht mehr kaufen muss. Und falls ich sie verkaufe, heißt das eben Geld für uns. So, da oben ist die Brücke. Die ist natürlich sehr oft, mit Feinden gefüllt. Auch diese kleinen Überwege sind eigentlich nicht unbedingt safe, aber man muss halt einfach drüber. Es gibt hier vier Wege über dieses Gewässer. Man kann, glaube ich, noch nicht schwimmen. Und das Spiel ist einfach so krass. Es dauert einige Spiele, also einige Runden, einige Raids, bis du eine Map gemeistert hast. Also bis du sie kannst und kennst. Zumindest vom ungefähren Stand der Map an sich. Also, wie heißt's? Dass ihr eben wisst, wo ungefähr die Exits sind, ja. Wo dann wiederum gutes Loot und sowas zu finden ist, dauert dann nochmal viel länger. Also ich bin hier noch wirklich bloody Noob. Wir müssen nur noch hier durch die zwei, drei Büsche und dann sind wir schon da. Das wäre echt sowas von lucky, wenn wir jetzt hier einfach durchkommen würden. Komm schon. Hey, normalerweise treffe ich auf 800 Kilo Feinde. Das hier ist, der Sound, wenn mich jemand verfolgt auf Twitch. Jawohl, wir schaffen es echt. Komm schon. Ja, nice. Perfekt für die Aufnahme, wirklich perfekt. Sonst bin ich so hart am Hasseln, hab 30 Trillionen Bots, die mir hinterherrennen und irgendwas auf Russisch lauern. Und ich hab nur ein Messer. Und wir schlagen einfach einen tot, haben seine geile Wumme. Kevlar und alles. Hammer, ich hab noch keinen Kevlar. Richtig, richtig nice. Dann kriegt man auch hier Level Up, Level 5, nice. Und ja, wir haben es geschafft. Wir gucken mal direkt noch, wie viel die wert ist, diese Wumme. Halt, ich muss sie erst ins Ding ziehen. Oh, haben wir viel geiles Zeug dabei.
Krass, krass, krass. Ich mache mal unser gerade gefundenes Zeug hier unten hin. Da habe ich noch die beiden Schlüssel, die mache ich mal da hoch. Ich muss mein Inventar aufräumen und demnächst dann wieder Sachen verkaufen. Ich weiß, ich weiß. Die Matches noch dahin. Oh, die ist kaputt oder wie? Aber die kann man reparieren. Ja, die kann man reparieren. Also, was hat er denn hier? Was sagt er denn an? 13.000, jawohl. 300, 159, 996, ein Magazin. Ist 1.000 wert. Und um das noch am Ende zu nennen, man levelt auch die Shops ab. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei ihm 1 Million Rubel ausgebe, beziehungsweise bei ihr 400.000 ausgebe oder eben an sie verkaufe, das zählt dann auch hoch. Also ihr seht jetzt hier direkt, wenn ich auf Sell gehe und den Schotter hier verkaufe, den ich eh nicht brauche, dann ist es hier angestiegen. Dann wird die aufgelevelt und dann kannst du irgendwann richtig geilen Schotter kaufen, zum Beispiel Kisten, um dein Inventar noch besser zu sortieren. Ich hoffe, dass euch das Spiel auch so gut gefällt, wie es mir gefällt, weil ich denke, da werde ich jetzt schon auch einiges aktiv bringen, weil das so edel ist. Soweit, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst es mich wissen, wie ihr das Spiel findet und ob ihr es vielleicht auch habt. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.